Anyway TV erklärt. Polyamorie. Der Begriff Polyamorie setzt sich aus dem griechischen Wort poly, also viele, und aus dem lateinischen amor, für Liebe, zusammen. Traditionelle Beziehungen bestehen meist aus zwei Personen. Polyamorie stellt dieses Konzept in Frage. Polyamoröse Menschen haben Liebesbeziehungen mit mehr als einer Person zur gleichen Zeit. Wichtig ist, dass es sich dabei nicht um Affären handelt, sondern alle beteiligten Personen dieser Art von Beziehung zugestimmt haben. So entsteht keine Eifersucht. Nicht zu verwechseln damit ist Polygamie, bei der der sexuelle Aspekt im Vordergrund steht. Es gibt polyamore Beziehungen, bei denen alle Partner miteinander zusammen sind. Aber es kann auch sein, dass zwei Partner sich darauf einigen, weitere Partner außerhalb der Beziehung zu haben. Auch wenn es in manchen Kulturen verbreitet ist, eine Ehe mit mehreren Beteiligten, üblicherweise ein Mann mit mehreren Frauen, zu haben, ist es in westlichen Ländern nicht erlaubt, eine Ehe zwischen mehr als zwei Personen zu schließen. Wir finden, jeder sollte den lieben, den er möchte.